Ja, hallo, mein Name ist Joel. Ich bin 19 Jahre alt und bin Volontär bei Vision for Africa. Moin, mein Name ist Melissa Jürgens. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Filsum. Das ist in Ostfriesland, in Niedersachsen, im Norden von Deutschland. Ich bin David. Ich bin Aaron. Und ich bin Nadine. Und wir sind als Volontäre hierher gekommen und haben dann die Leitung übernommen. Ja, also ich bin die Barbara, komme aus Österreich. Ich bin mit der Schule fertig geworden und habe mir dann gedacht, ich würde gerne ein Auslandsjahr machen, also ein Jahr für Gott, einfach ein Jahr, wo ich irgendwo mithelfen kann. Und hatte dann voll den Frieden, dass Vision das ist, wo ich hingehen soll. Also ich wusste sowieso, dass ich nach der Schule gerne ein Jahr machen oder mir nehmen möchte, indem ich nichts mit Schule mache. Dann vor 3 Jahren, als ich in Pension gegangen bin, habe ich ganz plötzlich schweren gesundheitlichen Einbruch gehabt, praktisch nicht mehr gehen können und wäre fast im Rollstuhl gelandet und habe dann einfach durch Gebetsunterstützung von Freunden, besonders einer Freundin, und durchs Mitgetragen werden ganz plötzlich göttliche Heilung erfahren. Und da habe ich gewusst, jetzt brauche ich nicht mehr Hilfe. Jetzt möchte ich gehen und möchte ich wo mithelfen. Man erlebt hier jeden Tag viele schöne Dinge. Die Beziehungen, die man aufbaut zu den Kindern und die Gemeinschaft, die man haben kann mit denen, ist so für mich eigentlich das schönste Erlebnis, das ich nennen kann oder was ich immer wieder erleben darf. Also hier gibt es viele Kinder, die auch schwierige Vergangenheiten haben. Und mich freut es immer zu sehen, wenn gerade diese Kinder so aufblühen, sich weiterentwickeln und einfach voller Freude strahlen. Und wenn wir Zeit mit ihnen verbringen, ihnen unsere Liebe geben können. Das Schönste ist eigentlich auch zu sehen, wie mit wenig Hilfe oder Gebet die Menschen hier so dankbar sind, so Freude haben können und so dankbar sind. Für mich ist die größte Herausforderung eigentlich die Armut rundum zu sehen, die mir oft sehr, sehr nahe geht. Vor allem Menschen, denen ich näher komme und wo mich das wirklich berührt. Vor allem alleingelassene Mütter wissen nicht, wie sie am nächsten Tag noch alle versorgen können. Wir wussten nicht so richtig, was uns erwartet. Und die Zeit war am Anfang ein bisschen anstrengend, auch für mich, weil ich überhaupt kein Englisch konnte. Ich habe dann das hier gelernt. Also auf jeden Fall eine Herausforderung war es natürlich, von daheim wegzugehen. Aber was die mich gelehrt hat, ist, dass man so ja irgendwie in jedem Abschnitt in seinem Leben im Moment leben sollte und nicht so drauf gucken, boah, was hat man jetzt hinter sich gelassen oder was kommt dann wieder, sondern einfach das Hier und Jetzt zu genießen. Und was auf jeden Fall richtig geholfen hat bei dem Ganzen, auch Abschied zu nehmen von daheim, ist, dass ich hier in den Volontären und den Mitarbeitern echt so eine zweite Familie gefunden habe. Ja, plötzlich habe ich einfach gemerkt, wie gut es ist, die Zeit hier einfach zu genießen. Das ist auf jeden Fall auch, was wir mitnehmen nach Europa, und zwar die Leichtigkeit hier im geistlichen Bereich. Also die sind so offen für Gebet. Das Leben schätzt man auch viel mehr hier in Uganda, weil hier ist nicht selbstverständlich das Essen, das Trinken, einfach alles, was man hat, das lernt man neu zu schätzen. Was ich hier auch sehr schätze, ist die Dankbarkeit, die die Leute hier einfach bei allem haben. Ja, das freut mich irgendwie, jedes Mal so diese von Herzen kommende Dankbarkeit zu sehen und erinnert mich auch jedes Mal wieder daran, so hey, es ist so wichtig, dankbar zu sein und auch besonders für die kleinen Dinge. Ich glaube, ich habe viel Geduld und Verständnis einfach auch dazu gewonnen. Was ich mit nach Hause nehme, ist einfach die Menschen mehr mit den Augen Gottes zu sehen, glaube ich. Jeder Volontär macht ein Praktikum in Imst für 7 Wochen. Da haben sie einfach viel Vorbereitung, auch im Geistlichen. Wir haben so ein Volontärs-Compound hier, wo wir Volontäre und wir als Volontärsleiter zusammen wohnen. Es ist geschützt hier, also im geschützten Rahmen. Hier dürfen auch keine Kinder reinkommen, keine weißen Kinder. Wir haben hier 2- und 3er-Zimmer. Das heißt, man ist nie allein im Zimmer, sondern immer zu zweit oder zu dritt. Es ist auch so, dass wir ja, wie eine Familie zusammenleben. Von 7 bis 7:30 haben wir Morgendevotion, essen zusammen Frühstück. Die Volontäre, die starten dann um circa um 8:30. Es gibt den Daycare, das ist Kleinkinderbetreuung. Und dann gibt es noch die Nursery, das ist bei uns der Kindergarten. Dann gibt es auch noch, dass man teilweise mal fahren muss,
Hühnerfutter holen oder Posho. Wir haben noch Gartenarbeit, wobei das sind eher Arbeiten, die so nebensächlich laufen, aber auch gemacht werden müssen. Um 12:30 haben dann die Volontäre Mittagspause. Ab 13 Uhr gibt es dann Mittagessen. Am Nachmittag, eben ab 15 Uhr, da gehen dann die Volontäre in ihre Bereiche draußen bei den Waisenhäusern. Die Volontäre sind da, um mit denen was zu machen, um Zeit mit ihnen zu verbringen, auch was von Jesus zu erzählen. Sie planen einfach den Nachmittag von 15 bis 18 Uhr und um 18 Uhr treffen wir uns meistens zum Lobpreis dann. Um 6:30 gibt es dann auch schon wieder Abendessen. So ab 7 Uhr ist eigentlich der Abend offen. Um 21 Uhr müssen sie einfach wieder zurück sein hier im Volontärs-Compound, weil wir den um ca. 21 Uhr schließen wir den. Und um 22 Uhr ist dann auch schon Nachtruhe für uns alle. Wenn man mal rauskommen möchte aus der Komfortzone, ist das ganz eine gute Möglichkeit hier in Uganda, wenn man eine andere Kultur und andere Menschen kennenlernen möchte. Und auch man hat so das Gefühl, man möchte ein Segen sein oder was diesen Menschen bringen, aber dafür wird man selber so gesegnet. Das ist richtig schön hier.